Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir einen Hustensaft bzw. überhaupt so einen Revitalisierer für den Körper. Wir nehmen dazu eine Orange. Also ich mache das dann mit zwei, dann habe ich mehr Saft. Ich zeige es aber nur an einer. Wir nehmen eine Orange, da schneiden wir oben ein ordentliches Stück ab. Zack. Das heben wir aber auf, das Stück, das legen wir nachher wieder drauf als Deckel. Und jetzt nehmen wir aus der Orange, schneiden wir uns jetzt hier das Fruchtfleisch raus, dass wir die Möglichkeit haben, dort nachher Knoblauch, den Honig und so weiter. Moment. Ja, mal ein kleineres Messer. Knoblauch und so weiter, dass wir das dort reinfüllen können. Das schmeckt übrigens auch sehr gut. So, da sehen wir schon, da entsteht schon Saft. Den Deckel, den legen wir nachher drauf. So, also, ich schneide jetzt bei zwei Orangen den oberen Teil ab, höhle das etwas aus. Jetzt habe ich die beiden Orangen ausgehöhlt. Der Saft, der jetzt hier entsteht, den kann man schon in ein Gefäß geben, wo wir dann später sowieso den entstandenen Saft reingießen wollen. Müssen wir nicht verkommen lassen. Also, wir haben jetzt schön Platz. Als nächstes nehme ich jetzt den Knoblauch. Den Knoblauch schäle ich jetzt fix und schneide den dann klein. Ja, so. Also ganz normal, ne? Den schneiden wir durch. Schneide den ein bisschen in Scheiben. Der muss nicht so fein sein, wir sieben das zum Schluss eh nochmal alles durch. Also einfach klein schneiden. Das machen wir jetzt eine Knoblauchzehe für jede Orange. Der Knoblauch ist jetzt klein geschnitten. Jetzt nehme ich die erste Orange, am besten mit einem Teelöffel, und fülle hier jetzt den Knoblauch rein. Der Knoblauch hat halt viele ätherische Öle und wirkt wirklich entzündungshemmend. Nachher kommt dann noch Honig dazu, der beruhigt den Hals. Also das ist alles wirklich ein vernünftiger Hustensaft auf natürlicher Basis, der auch wirklich hilft. So, hier ist jetzt der Knoblauch drin. Das gleiche mache ich jetzt mit der zweiten Orange. Die Orangen sind jetzt mit dem Knoblauch gefüllt. Jetzt legen wir die kurz zur Seite. Nehmen wir uns den Ingwer. Ich habe jetzt ein kleines Stück, also rechnet mal pro Orange ca. irgendwas um die 10 Gramm. Einfach durchschneiden und hier, damit der Ingwer ein bisschen besser reagieren kann mit dem Knoblauch, mit der Orange und dann mit dem Honig, deswegen schäle ich den jetzt hier mal. Bei anderen Sachen kann man die Schale dran lassen. Ich schäle den Ingwer jetzt. So, und wenn der geschält ist, dann schneiden wir den Ingwer ebenfalls klein. Hauptsache, der ist stückig, die Größe ist eigentlich relativ egal. Es geht bloß darum, dass wir den in die Orange reinbekommen und dass wir ein bisschen Oberfläche haben. Das riecht jetzt auch schon total super hier. Das riecht nach Ingwer, Orange, leicht nach Knoblauch. Leute, das kann eigentlich nur gesund sein. Also spektakulär. So, das zweite Stück Ingwer schneide ich jetzt ebenfalls klein. Nun nehmen wir wieder die Orangen und füllen wieder hälftig die Ingwerstückchen in die Orange rein. So, ich steige das jetzt wieder mal an einer, bisschen durchmengen, dass der Ingwer und der Knoblauch sich so ein bisschen verteilen. Und jetzt machen wir einfach ungefähr ein Teelöffel Honig auf den Ingwer. Der ist ein bisschen fest. Den Rest noch. So, richtig reinschmieren. Bisschen durchmengen. Durch diesen Honig zieht es jetzt aus dem Knoblauch, aus der Orange und aus dem Ingwer den Saft raus. So.
füllen wir nochmal richtig auf. So, und jetzt wisst ihr auch, warum wir den Deckel nicht weggelegt haben. Auf die Orange legen wir jetzt einfach den Deckel drauf, stellen die zur Seite und lassen das Ganze ca. 2 Stunden stehen. Das mache ich jetzt mit beiden Orangen. In 2 Stunden, also Wartezeit, geht es weiter. So, jetzt sind 2 Stunden vergangen. Die Orangen, die sind jetzt durchgezogen. Das riecht doch schon wirklich toll. Das Ganze drücken wir jetzt einfach durch eine Saftpresse durch. Durch dieses Sieb in der Saftpresse werden jetzt diese Stückchen vom Ingwer, vom Knoblauch, die werden jetzt aufgefangen. So. Und die andere noch, ich habe 2 gemacht, wie gesagt, Saft auspressen. Oh, jetzt entfaltet sich das schön, das riecht richtig schön nach Ingwer und Orange. So. Zack. Jetzt können wir von dem Deckel den Saft auch noch hier reinmachen. Muss man nicht verschwenden. So, und jetzt. So, den noch fix. Jetzt gehen wir kurz mit dem Löffel durch die Saftpresse, dass wir ordentlich aus diesem, was hier rausgekommen ist, noch, was vor dem Sieb hängen blieb, dass wir das ein bisschen, den Saft noch gewinnen, mit dem Löffel nochmal durchgehen. So. Zack. Nun nehmen wir das ab. Das können wir natürlich dann entsorgen, den Rest. Jetzt habe ich hier den Saft. Dadurch die Saftpresse immer noch was reinkommen könnte, nehme ich jetzt ein Sieb und ein Gefäß und gieße das jetzt nochmal durch das feine Sieb. So. Das läuft jetzt durch. Ja, hier sehen wir es auch nochmal im Sieb. Da bleibt doch noch allerhand hängen. So, da brauchen wir nochmal einen Löffel kurz. Zack. Und wir haben jetzt hier eine ordentliche Menge Saft. Den jetzt einfach in ein kleines Glas füllen. Ich sag mal so 0,2 cl für ein Kind wäre in Ordnung. Als Erwachsener kann man eigentlich schon die Hälfte davon trinken. Also eine Orange oder so kann man trinken. Probiert es einfach mal. Das schmeckt wirklich gut und ist halt mal was anderes zu diesem Zwiebel-Hustensaft mit Honig oder mit Zucker. Also, ich hoffe, ihr macht es nach. Ich hoffe, es schmeckt. Ich hoffe, es hilft. Gute Besserung. Lasst es euch gut gehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ihr könnt auch gerne ein Abo hinterlassen, freut mich. Ja. Oder schreibt was in den Kommentaren, wenn euch was am Herzen liegt oder wenn ihr eine Idee habt, einen Verbesserungsvorschlag. Ich bedanke mich, bis demnächst. Tschüssi!